Liebe Familien da draußen, haben Sie schon Pläne für Silvester? Wenn nicht, haben wir genau das Richtige für Sie, denn es startet eine große Familien-Silvesterparty in der Kids Arena Marienberg. Ab 19.30 Uhr stehen die Türen für Sie offen und ab 20 Uhr steigt die Party mit DJ, Live-Musik von und mit Andy Akustik, einer Clown-Ecke, Kindershow und auch Animationen für die Kleinen und die Großen. Und eines darf nicht fehlen, das große Silvesterfeuerwerk um Mitternacht. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, dann schauen Sie auf die Internetseite Kids Arena Marienberg.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von MEF Kompakt, liebe Zuschauer, hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Wir haben für Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise kurz und knackig zusammengefasst und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mit unserem ersten Veranstaltungshinweis geht es ins Spielzeugland, welches das ganze Jahr über Weihnachten feiert. Die Advente in der Bergkirche Seifen sind immer ein Highlight, so auch am zweiten Advent. Am Freitag, dem 4. Dezember um 17 Uhr, findet hier das Konzert des jungen Kammerchors Böblingen statt. Und einen Tag später, also am 5. Dezember, ebenfalls um 17 Uhr, hören Sie eine kleine Orgelmusik mit anschließendem Turmblasen zum Lichterzug. Und am Sonntag, dem 6. Dezember, gleich nachdem Sie die Füllung Ihres Stiefels vor der Tür gecheckt haben, können Sie um 9.30 Uhr dem Adventsgottesdienst mit Kurrente beiwohnen. Nach einem Bummel durch das Spielzeugdorf hören Sie um 14.30 Uhr die dritte Seifener Adventsmusik mit Kurrente, Chor, Bläsern und Orgel. Die Bergkirche Seifen und Kantor Tobias Braun freuen sich auf Ihren Besuch. Am 6. Dezember um 19 Uhr gibt es in der Baldervilla als Nikolaus-Schmankerl das Konzert bzw. die Lesung von und mit Sattmann und Schöne. Diese beiden mischen Witze mit humorvollen Geschichten und untermalen das Ganze mit ihren eigenen Songs. Also eine sehr musikalische Lesung. Aus dieser Mischung entstanden ist eine kurzweilige, unterhaltsame Vorstellung. Gelesen wird unter anderem aus Sattmanns Komödie »Der Erzbischof ist da« und Schönes Buch »Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin?« Ja, diese Frage stellt sich wahrscheinlich jeder mal. Ihre Lachmuskeln, die werden bei dieser Veranstaltung keinesfalls geschont. Also nix wie ran ans Telefon und Karten reservieren unter der eingeblendeten Telefonnummer. Ganz nebenbei bemerkt, können Sie sich auch gleich einige der mittlerweile knappen Karten für die Zusatzaufführung des Kabarets »Eine himmlische Nummer« am 9. Dezember um 20 Uhr in der Baldervilla sichern. Denn 66% der Deutschen glauben an Engel. Ja, kaum zu glauben. Wenn Sie nun denken, dass Sie doch alle irgendwie verrückt sind, ja, weit gefehlt. Es gibt sie wirklich. Es sind zwei und sie sind blond und jetzt halten Sie sich fest, sie sind weiblich, alle beide. Sie haben alles, was Engel ebenso brauchen und sie haben eine Telefonnummer. Man kann sie also anrufen. Eine himmlische Nummer. In ihrem Kabarettprogramm besetzen Elisabeth Hart und Heike Ronniger für Sie die himmlische Hotline. Seien Sie dabei bei diesem himmlischen Vergnügen. Kartenreservierung unter 03735 22 045. Tja, liebe Zuschauer, unübersehbar, es weihnachtet sehr in unserem Sendegebiet. Die Weihnachtsmärkte der Region locken mit tollen Programmen und allerlei Leckereien. So auch in der MZ-Stadt Zschopau. Vom 4. bis zum 6. Dezember jeweils von 13 bis 20 Uhr genießen Sie die Gemütlichkeit und die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes im anheimelnden Schlosshof. Bühnenprogramme, Märchenhaus mit Hexe Wildexa, Weihnachtsmann, Bastelstube für die Jüngsten, Kaffee und Stollen in der Hutzenstube und kulinarische Freuden warten auf große und kleine Gäste. Ebenfalls in Zschopau, allerdings nicht ganz so weihnachtlich, die Führung durch die DKW- und MZ-Ausstellung im Schloss Wildeck am 4. Dezember ab 14 Uhr. Denn ab sofort haben Sie als Besucher vom Schloss Wildeck die Möglichkeit, jeden Freitag um 14 Uhr sich einer fachkundigen Führung durch die Motorradausstellung anzuschließen. Steffen Süß, ehemaliger MZ-Mitarbeiter, begleitet die Gäste und lässt mit vielen Anekdoten, kleinen Geschichten den Besuch, ja mit dem interessanten Hintergrundwissen dazu natürlich, für jeden Technikinteressierten zu einem Erlebnis werden. Und das ganz ohne Aufpreis.
Zurück in die weihnachtliche Schiene, liebe Zuschauer. Die traditionelle Mettenschicht ist ja die letzte Schicht der Bergleute vor Heiligabend. Ein einmaliges Erlebnis, an dem natürlich viele teilnehmen wollen. Und genau deswegen findet am 4. und 5. Dezember jeweils um 19 Uhr eine dieser Mettenschichten statt. Im Pferdegöbel auf dem Rudolfschacht im Marienberger Ortsteil Lauta. Hierfür müssen Sie allerdings Karten reservieren. Ja, und das geht ganz einfach unter 0373 5 60 89 68. Inklusive ist hier das Programm und der Bergmannsschmaus. Am 6. Dezember findet hier übrigens ein Hutzenabend mit der Ransen statt und auch hierfür müssen Karten vorbestellt werden. Auch der Marienberger Weihnachtsmarkt lädt zum Schlendern, Schlemmen und Verweilen ein. Dieser öffnet die Pforten täglich vom 28. November bis zum 20. Dezember von 11 bis 19 Uhr. Kleine Wichtel können in der Weihnachtswerkstatt kreativ werden. Und gleich in der Nähe der Ratssaal des Marienberger Rathauses. Hier freut man sich auf Ihren Besuch am 4. Dezember um 19.30 Uhr zum 4. Stadtkonzert mit dem Vocalis Ensemble aus Dresden. Infos gibt es in der Touristinformationen im Rathaus in Marienberg. Ja, und weil Marienberg ja so viele Ortsteile hat und jeder Ortsteil natürlich auch ein Weihnachtsprogramm auf die Beine gestellt hat, hat man sich in diesem Jahr beim Gestalten des Flyers sehr viel Mühe gegeben und alle Informationen über eben diese Ortschaften und ihre Adventsveranstaltungen zusammengetragen, sodass Sie, liebe Zuschauer, und alle Besucher nichts mehr verpassen können. Den Flyer können Sie zum Beispiel ganz einfach online runterladen auf der Homepage der Stadt Marienberg. Ja, auch in der Stadt der Sieben Täler mit seiner Pfefferkuchenfrau, dem Nussknacker und dem Olbernhauer Reiterlein ist am 1. Dezemberwochenende mächtig was los. Neben dem bunten Programm auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt lädt auch das Theater Variabel zum Besuch ein. Am Samstag, dem 5. Dezember und Sonntag, dem 6. Dezember, jeweils um 14.30 Uhr und um 16.45 Uhr wird Drachen, Eis und Prinzenglück gespielt. Am Sonntag gibt es da sogar noch eine dritte Vorstellung und zwar um 10.30 Uhr. In diesem neuen Märchen vom Theater Variabel, inszeniert von Albrecht Krumbiegel, können Sie erleben, wie zwei verarmte Königreiche ihre Geldnot durch die Heirat ihrer Kinder zu lösen versuchen. Dabei gibt es wie zu erwarten einige Schwierigkeiten. Erstens, auf dem erhofften Schatz sitzt ein Drache. Ja, und zweitens, die sich versprochenen Kinder können sich absolut nicht ausstehen. Und drittens, ach, schauen Sie sich's einfach selbst an. Eine Aufführung für die ganze Familie im Theater Variabel. Vorhin habe ich ja bereits vom bunten Programm und den Highlights des Olbernhauer Weihnachtsmarktes gesprochen. Und eins möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Die große Hütten- und Bergmannsparade am Samstag, dem 5. Dezember um 17 Uhr. Aufmarschieren werden hier die Seigerhüttenknappschaft mit ihren befreundeten Knappschaften sowie die lebendigen Weihnachtsfiguren. Und anschließend findet ein Konzert des Musikchors der Stadt Olbernhau und des Bergmännischen Musikvereins Ehrenfriedersdorf im Rittergut statt. So, liebe Zuschauer, das war es auch erst einmal von meiner Seite. Die Blitztipps, die gibt es wie gewohnt auf www.mef-lein.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Sendung verpasst? Kein Problem. MEF Kompakt sehen Sie ja mehrfach täglich und zwar um 6, 8, 13, 20 und 23 Uhr und jederzeit online auf YouTube und Facebook oder auch in unserer Online-Mediathek auf unserer Homepage. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten bzw. über alles informiert werden möchten, was in unserem Sendegebiet so los ist und los war, dann schauen Sie doch mal bei meinem Kollegen Tobias Körner im Wochenrückblick vorbei oder im tagesaktuellen Nachrichtenmagazin Megional. Ja, liebe Zuschauer, vergessen Sie nicht, Ihre gründlich geputzten Stiefel vom 5. auf den 6. Dezember vor die Tür zu stellen, sonst gibt's nichts vom Nikolaus. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
Liebe Familien da draußen, haben Sie schon Pläne für Silvester? Wenn nicht, haben wir genau das Richtige für Sie, denn es startet eine große Familien-Silvesterparty in der Kids Arena Marienberg. Ab 19.30 Uhr stehen die Türen für Sie offen und ab 20 Uhr steigt die Party mit DJ, Live-Musik von und mit Andy Akustik, einer Clown-Ecke, Kindershow und auch Animationen für die Kleinen und die Großen. Und eines darf nicht fehlen, das große Silvesterfeuerwerk um Mitternacht. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, dann schauen Sie auf die Internetseite kidsarena-marienberg.de.